Liebe Blubberfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ankas Wochengeblubber. Wir sind heute ganz spät dran, deswegen lasst uns schnell mit dem Intro starten. Es ist die Weihnachtsausgabe, ihr Lieben. Ich hätte jetzt eigentlich auch so ein bisschen umdekorieren können hier, oder? So ein bisschen Lichterketten und Kerzen oder irgendwie sowas. Das habe ich jetzt vergessen. Macht es euch bei euch daheim bequem. Zündet euch ein Kerzchen an, kocht euch einen Tee und nascht ein paar kleine Plätzchen. Und dann starten wir jetzt direkt mit der Weihnachtsausgabe vom Wochengeblubber. Wobei es gar nicht so weihnachtlich heute zugehen wird. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet eine schöne Woche. Bei mir war es ja sehr turbulent. Ihr habt die Neuigkeiten vielleicht schon im gestrigen Video gesehen. Das ist auch der Grund, warum sich das Wochengeblubber jetzt so ein bisschen verschoben hat. Denn ich habe gestern ein Überraschungsvideo hochgeladen. Es kam nicht nur für euch überraschend, sondern auch irgendwie für mich. Ich kann mir jetzt endlich meinen großen Traum erfüllen und werde demnächst in Kürze nach Namibia reisen. Wenn ihr mich auf dieser Reise begleiten wollt, dann guckt euch auf jeden Fall gerne das letzte Video von mir an. Ich pack's nochmal in die Infobox und auf meinem Blog gibt's auch einen ganz ausführlichen Blogpost dazu. Da werde ich auch immer Neuigkeiten posten und würde mich wirklich freuen, wenn ihr mich auf dieser abenteuerlichen Reise nach Namibia begleitet. Ja. Was war sonst letzte Woche? Weihnachtsvorbereitungen, Geschenke kaufen, das wäre jetzt die Überleitung zum Thema Weihnachtskarten schreiben. Bei mir sind auch ganz viele Weihnachtskarten eingetroffen. Ich bin total überwältigt. Vielen, vielen, vielen Dank an all diejenigen, die da an mich gedacht haben und mir Weihnachtspost geschickt haben. Ich liebe Weihnachtskarten und ich schiele jetzt gerade immer so darüber, denn ich habe sie hier alle schön auf meinem Sideboard aufgebaut. Das sieht so schön aus. Eigentlich müsste ich mich davor setzen und drehen, weil dann hätten wir so ein bisschen Weihnachtsdeko. Aber jetzt sitze ich hier. Egal. Ich möchte mich auch bei euch für die vielen Karten bedanken, die anlässlich des Gewinnspiels eingetroffen sind. Es sind so viele. Ich freue mich echt so riesig darüber, dass das Gewinnspiel bei euch ankommt und ihr auch alle Spaß daran habt, Postkarten zu schreiben. Ich zeige euch heute einfach mal im Schnelldurchlauf die Karten, die diese Woche eingetroffen sind. Diejenigen von euch, die teilgenommen haben und mir Karten geschickt haben, die erkennen ihre Karte jetzt vielleicht mit dabei. Weil ich heute nicht ganz so viel Zeit zum Blubbern habe, werde ich jetzt nicht die ganzen Namen vorlesen. Doch hier vielleicht mal zwischendrin. Die Sandra hat mir die Pippi Langstrumpf-Karte geschickt. sondern euch wirklich die Karten nur so im Schnelldurchlauf zeigen. Das hier, hoppala, das ist eine Weihnachtskarte, die ist dazwischen gerutscht. Du nimmst nicht dran teil, die ist vom Arena Verlag. Das mal auf die Seite, zack. Dann, oh, da habe ich mich auch so wahnsinnig drüber gefreut. Die Cara hat mir ganz viele schöne Karten aus Irland geschickt. Nicht die Cara, die Sarah. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Die Sarah. Cara war letzte Woche dran, jetzt war es die Sarah. Sie hat so gut aufgepasst in meinen Videos. Da habe ich ja mal erzählt, dass ich Irland liebe, dass ich gerne mal nach Irland reisen würde. Und deswegen hat sie mir eben diese wunderschönen Irland-Motive geschickt. Liebe Sarah, bitte verzeih mir den kleinen Namensdreher gerade am Anfang. Vielen, vielen Dank für diese zauberhaften Karten. Du hast mir damit wirklich eine riesengroße Freude gemacht. Hier hast du nämlich ganz, ganz viel auch geschrieben. Da kann ich vielleicht kurz drauf eingehen, weil da Fragen mit dabei waren. Das weiß ich noch. Du schreibst, dass du kommentieren wolltest auf meinem Blog, und zwar das letzte Wochengeblubber. Du hast gesucht und es nicht gefunden. Und ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe vergessen, das Wochengeblubber auf meinem Blog zu posten. Upsi. Das werde ich nachholen. Also das werde nicht als neuer Beitrag dann aufploppen, sondern ihr findet es dann quasi im Archiv, wenn ihr da nochmal reinschauen wollt. Ich werde es der Vollständigkeit halber nochmal online stellen auf dem Blog. Und es tut mir leid. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, liebe Sarah. Du empfiehlst mir das Buch Zusammen werden wir leuchten. Du hast es schon gelesen und findest es super, sehr bewegend. Und ja, du hast dich damit mit diesem Buch erstmalig mit dem Thema Transgender beschäftigt. Ich habe mich damit bisher auch noch gar nicht so sehr befasst, deswegen bin ich da wirklich sehr gespannt drauf. Du ermutigst mich auch nochmal, Kai Meier weiterzulesen. Ich finde es ja total lustig. Ich habe dir Carla Pauls Buchtipps im ARD-Buffet gesehen diese Woche. Also, ja, letzte Woche.
Da hat sie tatsächlich die Seiten der Welt von Kai Meier empfohlen, während ich das im vergangenen Wochengeblubber empfohlen habe, also zumindest mir empfohlen oder gesagt habe, erzählt habe, dass ich das Buch abgebrochen habe. Das fand ich doch sehr lustig. Yep. Da war noch irgendwas, war da noch, genau. Nee. Egal. Liebe Sarah, tausend Dank für deine wunderschönen Irland-Karten und natürlich auch viel Glück für das Gewinnspiel. Allen anderen Teilnehmern natürlich auch viel Glück. Ihr könnt bis zum 24. noch teilnehmen, also wenn ihr jetzt noch schnell eure Chance nutzen wollt und eine Karte schicken wollt, dann macht das. Ich freue mich da sehr drüber. Dann die Tina. Diesmal haben ganz viele Tinas teilgenommen. Ich glaube, 3 Tinas haben mir Postkarten geschickt. Hier eine schöne Postkarte aus Dresden von der Nicole. Vielen, vielen Dank. Und diese hier, die habe ich auch bei, warte, da kommen gleich nochmal andere Karten, die habe ich bei Snapchat schon ausführlicher gezeigt. Die Tina hat nämlich gebastelt, da haben wir nämlich eine andere Tina. Ich zeige mal eben, wie die Karten von der Rückseite aussehen. So, die hat sie super schön verziert. Aber da kommen gleich nochmal andere, also hier nochmal eine Karte von der Tina, nochmal die Tina. Zack. Zack. Und hier hat sie sich richtig verkünstelt und hat richtig schön gebastelt. Karten selbst gebastelt mit diesen wunderschönen Schmetterlingen da drauf. Ist das nicht süß? Also liebe Tina, solltest du das jetzt gerade sehen? Fantastisch. Ich freue mich wie verrückt, ehrlich. Dann hat die liebe Cindy hat mir diese tollen Karten geschickt. Einmal diese hier, finde ich auch total, total genial. Das sind so 3D-Karten, also das wirklich wunderschön. Und auch diese tolle Weihnachtskarte noch von der Cindy. Vielen, 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 vielen Dank dafür und auch tausend Dank für die lieben Worte, die du mir dazu geschrieben hast. Dann, da haben wir dann die dritte Tina mit diesen schönen Karten. Hier aus Zwickau. Dann haben wir hier auch nochmal eine weihnachtliche Karte. Zack, jetzt sind wir gleich durch. Wunderschön. Also hey, ihr seid echt fantastisch. Vielen, 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 vielen Dank für die Karten. Und natürlich toi, toi, toi fürs Gewinnspiel. Die landen jetzt natürlich alle mit im Lostopf. Und zum Thema Weihnachtspost noch ganz kurz liebe Grüße an den Marcel und an den Martin, die mir Weihnachtskarten geschickt haben. Und der liebe Marcel hat mir auch ein Buch zugeschickt. Vielen, 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 vielen Dank. Ich freue mich riesig über Mein wirst du sein. Einen Krimi von der Katrin Rodeit. Ich mag die Autorin unheimlich gerne. Sie hat mir hier eine super liebe Widmung reingeschrieben. Darüber freue ich mich natürlich auch riesig. Und ich bin gespannt, jetzt mein allererstes Buch von ihr zu lesen. Unsere erste literarische Begegnung wird das quasi. Das ist auch übrigens der erste Fall ihrer Privatdetektivin Jule Fleming. Hochspannung aus Ulm. Ich werde euch da sicherlich in Kürze mehr zu erzählen können. Ja, dann halten wir uns gar nicht weiter länger auf. Doch ein Update wollte ich euch noch geben. Und zwar letzte Woche habe ich doch zum Amüsement beigetragen im Wochengeblubber, weil ich nicht wusste, was die Lilly mir da geschickt hat. Waren das jetzt Seifen oder waren das Duftwachse? Was sagt ihr? Ich habe jetzt mittlerweile die Auflösung, habe sie zwischenzeitlich auch bei Instagram gepostet, denn ich habe die 2 Herzchen in der Karamellduftrichtung bereits verwendet. Und zwar nicht als Seife, sondern als Raumduft. Und hier duftet es so schön nach Karamell. Es hat so ein bisschen was Weihnachtliches. Richtig, richtig schön. Also liebe Lilly, vielen, vielen, vielen Dank für diese super schönen Raumdüfte. Und tut mir leid, dass ich da nicht so schnell geschaltet habe und irgendwie doch ein bisschen verwirrt war letzte Woche. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mit den Büchern, die mich in der vergangenen Woche begleitet haben. Zum einen habe ich natürlich Ich werde immer bei dir sein zu Ende gelesen und mich doch mit dem Schluss auch versöhnt. Es war eine tolle Dialogie, eine kribbelig, sexy, manchmal auch so ein kleines bisschen in den Wahnsinn treibende Dialogie, wobei sie einfach nicht so nervtötend war wie andere Romane dieses Genres. Dadurch, dass wir hier so viel Abwechslung drin hatten, aufgrund der verschiedenen Perspektiven und auch diesen zeitlichen Abstand, die 2 haben sich ja schlussendlich auch ziemlich verändert, war es wirklich sehr, sehr temporeich, diese Erzählung. Und es war einfach, es hat Spaß gemacht, diese Bücher zu lesen. Also,
wohin du auch gehst, ich werde immer bei dir sein. Eine empfehlenswerte Dilogie für alle Liebesroman-Fans, ja. Wenn ihr mehr über diese Bücher erfahren wollt, noch gar nichts von denen wisst, dann schaut ins letzte Wochengeblubber, da habe ich so ein bisschen mehr über die Bücher erzählt. Und weil ich jetzt hier wirklich nur noch das letzte Fünftel oder so gelesen habe, werde ich dazu jetzt gar nicht mehr viel mehr erzählen, außer meinen Daumen nach oben recken und sagen, ja, es hat sich gelohnt, diese Dilogie zu lesen. Und an dieser Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an den lieben Uwe und die liebe Mone, die mir diesen zweiten Band der Dilogie zum Geburtstag geschenkt haben. Weiter ging es für mich dann mit einem Jugendthriller, denn ich wusste, ich habe jetzt was fürs Herz gelesen, jetzt musste wieder ein bisschen was mit Spannung her. Ich habe mich also mit Snapchat vor mein Bücherregal gestellt und nach Büchern geschaut, die mich in diesem Moment wirklich anspringen, die mir quasi entgegenwinken und rufen, ey Anka, jetzt ist meine Zeit gekommen, ich möchte, dass du mich jetzt liest. So mache ich das eigentlich immer, ich versuche es so zu machen, denn so vermeide ich auf erster Linie natürlich Leseflauten, wenn ich mir jetzt irgendwie so einen Stapel baue und sage, okay, das muss ich jetzt alles lesen und zwar in der Reihenfolge, obwohl ich da gar keine Lust drauf habe, dann endet das meistens in der Leseflaute. Nein, ich versuche es wirklich so zu halten, dass ich mich wirklich anschreien lasse von meinen Büchern oder dass die ja, mir quasi in die Arme springen müssen. So hat es dann auch dieses Buch getan. Spiel des Lebens von Veit Etzold ist ein Jugendthriller und auch mein erster Thriller überhaupt von diesem Autor. Es steht hier vorne, ich war ganz überrascht, dass dieses Buch sogar signiert ist. Dann habe ich mich aber daran erinnert, ja, es ist schon eine ganze Weile her. Und da seht ihr auch, wie lange dieses Buch schon auf meinem Sub liegt. Und zwar habe ich es mir signieren lassen am 18.10.2013. Und bereits da hatte ich dieses Buch eine Weile in meinem Regal stehen. Ja, in diesem Thriller geht es um Emily. Emily geht aufs College in London. Wir begleiten sie an ihrem allerersten Tag. Und sind quasi live dabei, als etwas, ja, doch etwas Merkwürdiges passiert. Dann an ihrem Postfach, an ihrem Schließfach, wie auch immer das da heißen mag, hängt ein Luftballon mit einer etwas merkwürdigen Botschaft. Auf den ersten Blick wirkt es vielleicht wie ein Willkommensgeschenk, doch Emily weiß, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas verbindet sie mit diesem Luftballon. Der Leser weiß in dem Moment auch noch nicht so wirklich, was das ist. Man hat das Gefühl, Emily weiß es, aber kann sich vielleicht nicht so wirklich daran erinnern. Irgendwas ist da merkwürdig. Und das ist aber nur der Anfang, denn Emily erwarten weitere Botschaften, die sie zu einem Spiel herausfordern. Eine andere Perspektive taucht auf, die ist dann auch abgrenzend in so kursiver Schrift gedruckt. Hierbei handelt es sich um eine Person, die sehr düstere Gedanken hat und wir wissen von Anfang an, sie hat es auf Emily abgesehen. Und diese Person ist wahrscheinlich auch der Absender dieser Botschaften. Dass es sich hierbei nicht um ein Spiel handelt, das die Emily auf die leichte Schulter nehmen kann, das kriegen wir ganz schnell mit, denn es ist ein Spiel um Leben und Tod. Schnell trifft sie auf einen Toten, dessen Tod sie gewisserweise verantworten muss. Und ja, dieses Buch nimmt unheimlich schnell an Geschwindigkeit auf. Es ist actionreich. Aber ich muss sagen, dass ich doch ziemlich enttäuscht bin. Für mich gab es hier wirklich Logikfehler drin, womit ich gar nicht umgehen kann. Dann weiß ich nicht, gerade bei solchen Fällen, ich habe das Gefühl, dass das irgendwie alles viel zu sehr auf die leichte Schulter genommen wurde von den öffentlichen Stellen, von der Polizei und so weiter. Die Emily bekommt zwar Personenschützer an ihre Seite gestellt, weil ja anscheinend ihr Leben auf dem Spiel steht. Sie bekommt ganz direkte Morddrohungen übermittelt. Und ja, ich weiß nicht, klar ist es da richtig, mit Personenschützern zu arbeiten und dann natürlich auch von ihrem Vater, weil der sehr reich ist, die allerbesten der ganzen Welt an die Seite gestellt zu bekommen. Dass diese dann aber auch ausgetrickst werden können, finde ich dann doch etwas merkwürdig. Für mich war die Geschichte so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Sie war für mich nicht glaubwürdig und das ist das Schlimmste, was eigentlich in so einem Thriller mit passieren kann, dass man der Sache einfach nicht glaubt, dass man das alles so ein bisschen, ja, dass man sich nicht reinversetzen kann in die Lage. So ist es mir gegangen. Ich habe dieses Buch dann trotzdem bis zum Ende durchgelesen, weil ich trotzdem noch irgendwie so einen kleinen Hoffnungsschimmer hatte. Ich habe auf einen Twist gewartet, auf einen spannenden Twist. Es gab eine Art Twist, aber er war nicht wirklich überraschend für geübte Thriller-Leser oder diejenigen, die
vielleicht schon öfter mal zu einem spannenden Buch greifen. Für die ist es natürlich klar gewesen von Anfang an. Für ungeübte Thriller-Leser mag es vielleicht eine Überraschung gewesen sein, nicht nur für Emily, sondern vielleicht auch für den Leser. Aber ja, mich konnte das Buch jetzt leider überhaupt nicht begeistern, gar nicht mitreißen. Ich bin sehr gespannt, ob ihr dieses Buch schon gelesen habt. Wenn ja, dann bitte, bitte kommt zu mir in die Kommentare, schreibt mir bitte, wie euch dieses Buch gefallen hat. Ich würde mich unheimlich darüber freuen, wenn wir uns darüber so ein bisschen austauschen können, denn ich habe sehr viele positive Bewertungen gelesen, also die meisten liegen so im 4-Sterne-Bereich. Ich habe dieses Buch jetzt mit 2 Sternen bewertet, weil die Grundidee, die dahinter steckt, fand ich gar nicht mal so schlecht. Das Setting hat mir gefallen, wir lernen viele Ecken von London kennen. Und der Autor kann auch spannend schreiben, er kann sehr gruselige Personen erschaffen und die Atmosphäre auch ganz gut einfangen. Deswegen hat es auf jeden Fall für 2 Sterne gereicht, aber eben nicht für mehr. Wie ist es euch beim Lesen dieses Buches ergangen? Also da bin ich wirklich unheimlich interessiert zu wissen, was ihr von diesem Buch haltet. Ob es nur mich so enttäuscht hat oder ja, ob ihr damit vielleicht auch nicht so gut klargekommen seid. Es bleibt im Regal, dieses Buch ist signiert, es erinnert mich an eine großartige Lesung, an eine sehr besondere Lesung, auf der ich den Autor auch kennengelernt habe. Und deswegen bleibt das Buch im Regal und außerdem ist es so ein kleines Schätzchen, ihr seht hier, es hat einen total coolen Schnitt, ihr seht die Silhouette von London. Sehr passend, auch das Cover finde ich schon. Also ja, es bleibt im Regal, wäre es jetzt nicht signiert, dann würde ich es sicherlich weitergeben, aber gut. Es kann einem nicht jedes Buch gefallen. Ja, ich habe es spät abends zu Ende gelesen. Es war eigentlich schon nachts, es war nach Mitternacht. Aber ich war so aufgewühlt und irgendwie enttäuscht, dass mich dieses Buch einfach nicht packen konnte, weil ich so viel Hoffnung irgendwie in dieses Buch gesteckt hatte. Es hat mich so angemacht in diesem Moment, dass ich dachte, okay, jetzt muss ich zu einem Buch greifen, das mich so ein bisschen aus diesem Tiefer, von dieser Enttäuschung wieder heraus, dieser Enttäuschungsphase herausholt. Und dann habe ich ein Buch in die Hand genommen, das ich am selben Tag erst quasi aus dem Briefkasten gefischt habe. Ich habe es bestellt. Meine Mama hat bei Thalia, glaube ich, war das online bestellt. Und es war aber kein Buch, das sie bestellt hat, sondern ich meine eine DVD. Und um Porto zu sparen, beziehungsweise um komplett um die Versandkosten herumzukommen, muss man ja ein Buch mitbestellen. Und da hat sie mich gefragt, ob ich gerade irgendein Buch habe auf meiner Liste, das ich unbedingt lesen möchte. Und tada, das war dieses hier. Mach Fehler, Hashtag Textgold, ist das allererste Buch von Fee. Fee ist eine sehr bekannte und meiner Meinung nach einfach großartige Poetry-Slammerin, die ich auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse anlässlich der kreativen Bühne kennenlernen durfte. Sie hat mich da mit ihrem Poetry-Slam, den sie da vorgetragen hat, zu Tränen gerührt. Es war unglaublich, wie sie auch die Menschen um sich herum da total für sich eingenommen hat, wie alle an ihren Lippen hingen und ich war nicht die Einzige, die Tränen in den Augen hatte, die sich irgendwie angesprochen gefühlt hat. Es war großartig und deswegen war für mich auch klar, dass ich ihr allererstes Büchlein lesen möchte. Es ist anlässlich des Programms von Oettinger 34 erschienen und ja, es beinhaltet 1, 2, 3 Slams, also 1, 2, 3 Poetry Slams, aber es beinhaltet auch eine Geschichte, die sich hier durch dieses circa, ich glaube, 86 Seiten starke Büchlein zieht. Es ist sehr dünn, ihr seht es, man hat es schnell gelesen. Ich habe ja bis Seite 35 gelesen und dann wusste ich, okay, mir gefällt dieses Buch, ich kann jetzt beruhigt einschlafen und in Kürze weiterlesen. Grob gesagt geht es ums Thema Schuld, ums Thema Fehler machen und wie man damit umgeht, welche verschiedenen Arten von Schuld oder von Fehlern gibt es, wie geht man mit den Fehlern um. Wir lernen hier eine Gruppe von Jugendlichen kennen, die gemeinsam in den Skiurlaub fahren und dort jeder irgendwie Fehler begehen oder sich schuldig machen. Ganz, ganz toll ist es geschrieben hier von der Fee. Im typischen Poetry Slam Style, es reimt sich jetzt nicht, das wäre Poetry Slam, aber man merkt, dass diese junge Frau, die sie ist, einfach unfassbar gut mit Worten umgehen kann. Man merkt diese Poesie, die in diesem Text mitschwimmt quasi. Man spürt ihre Liebe zum Wort. Und das macht unheimlich viel Spaß beim Lesen. Es liest sich vielleicht nicht so flüssig wie ein Roman. Es ist eben doch ein bisschen anders geschrieben. Aber diejenigen, die
mit sowas was anfangen können, die sollten sich dieses Büchlein auf jeden Fall mal anschauen. Es kostet 4,99 Euro, ist schnell mitgenommen in der Buchhandlung und meiner Meinung nach ist es absolut empfehlenswert. Ich lese euch kurz vor, was hinten noch draufsteht, es ist ganz wenig. Da steht nämlich, es gibt viele Dinge, die gute Freundinnen nicht machen. Und trotzdem passieren sie, Mareike, Kim und Sina. Irgendwie. Schuld, ein Moment, in dem sich Abgründe auftun. Poetry Slam meets Illustration. Mit Illustrationen von Elena, okay, das habe ich jetzt nicht erwähnt, kann ich dir auch ganz kurz zeigen. Zwischendrin gibt es dann auch immer noch so ein paar Illustrationen. Die waren jetzt nicht unbedingt in meinem Stil, aber sind natürlich erwähnenswert, weil es eben aus diesem Programm Oettinger 34 entstanden ist und sich hierbei Menschen, hauptsächlich jüngere Menschen, zusammentun, die vielleicht noch nichts veröffentlicht haben, aber gemeinsam solche Projekte in die Hand nehmen können und quasi Träume verwirklichen können. Das finde ich großartig, ist unterstützenswert. Ich werde euch das Programm von Oettinger 34 einfach mal in der Infobox verlinken, wenn ihr da Interesse dran habt, selbst schreibt oder vielleicht selbst lektorieren möchtet oder so, dann ist das auf jeden Fall was für euch. Schaut mal in der Infobox vorbei und schaut euch auch mal dieses Buch an. Für mich ist es bereits nach den 36 Seiten unheimlich lesenswert und ich bin froh, dass ich diesen spontanen Kauf gemacht habe. Ja, Leute, hier gab es einen kleinen Cut. Ich musste das Licht anmachen, denn es wurde immer dunkler draußen und nicht, dass es mir nochmal so ergeht wie... Ich weiß nicht, es ist schon ein Weilchen her, da habe ich geblubbert und gar nicht gemerkt, dass es immer dunkler geworden ist und dass der Bildschirm für euch immer schwärzer wurde. Das wollte ich vermeiden, deswegen jetzt hier volle Beleuchtung. Ich drehe ungern bei Kunstlicht, aber im Winter lässt es sich leider nicht vermeiden. So, ich habe euch gerade die Bücher gezeigt, die mich in der vergangenen Woche begleitet haben. Einen Großteil der Neuzugänge habt ihr auch schon gesehen. Das war jetzt hier einmal nochmal zur Erinnerung der Krimi von Katrin Rodeit und Machfehler, großartig, Poetry Slam Buch von Fee. So, mich hat aber noch ein dritter Neuzugang erreicht und zwar ist es dieses Buch, das ihr jetzt auch schon so ein bisschen im Hintergrund stehen sehen habt. Es heißt Die Weihnachtsgeschichte und weil ich jetzt mit meiner Stimme hochgegangen bin, könnt ihr schon erahnen, dass es sich hier nicht um die normale Weihnachtsgeschichte handelt. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein tolles, schön illustriertes Bilderbuch zum Thema Weihnachtsgeschichte. Was ist damals passiert? Wie war das mit Josef und Maria und dem Jesuskind? Aber dieses Fragezeichen hier macht uns denn doch stutzig und lässt uns dieses Buch auf jeden Fall mal aufschlagen. Ich habe es ganz überraschend zugeschickt bekommen aus dem Baumhaus Verlag, der zu Bastei Lübbe gehört, mit einem Anschreiben dazu, das erklärt, worum es hier in diesem Buch geht. Es ist ein Projekt, das in Kooperation mit der Flüchtlingshilfe entstanden ist. Es ist jetzt ganz kürzlich erschienen am 18. Dezember und der komplette Erlös, der komplette Verlagserlös wird an die Flüchtlingshilfe gespendet. Warum Flüchtlingshilfe? Was hat das jetzt mit diesem Buch zu tun? Ich verrate es euch. Wir können es mal aufschlagen. Und zwar wird hier, wie es der Titel schon sagt, die Weihnachtsgeschichte erzählt. Wie war es damals mit Josef, Maria und dem Jesuskind? Aber sie geht so ein bisschen in eine andere Richtung. Denn was wäre passiert, wären Josef und Maria damals nicht auf Nächstenliebe gestoßen? Was wäre passiert, wenn ihnen die Türen verschlossen geblieben wären? Diese Situation erleben heutzutage nämlich Tausende von Flüchtlingen. Was ist, wenn diese Menschen nicht willkommen sind? Es ist ein Buch, das unheimlich berührt. Es ist ein Buch, das keinen schönen Ausgang nimmt, das so ein bisschen wachrütteln soll und auf die aktuelle Situation aufmerksam machen soll. Ich finde es großartig, dass dieses Projekt entstanden ist und möchte euch hier nochmal ganz kurz die Rückseite vorlesen, denn die beschreibt nochmal ganz gut, worum es hier geht. Vor langer Zeit reisten Maria und Josef nach Bethlehem, wo in einem einfachen Stall zwischen Ochs und Esel ihr Sohn geboren wurde, das Jesuskind. Doch die Familie ist in Gefahr, denn König Herodes trachtet dem Jungen nach dem Leben. Da flieht Josef mit Frau und Kind in ein fernes Land und ahnt nicht, was sie dort erwarten wird. Die Weihnachtsgeschichte etwas anders erzählt als sonst. Ein bewegendes Bilderbuch für die ganze Familie, das in einfachen Worten und Bildern erfahrbar macht, wie wichtig Menschlichkeit ist. Gerade in Zeiten, in denen Millionen von Flüchtlingen auf der Suche nach einer sicheren Bleibe sind. Alle Verlagserlöse aus dem Verkauf dieses Buches werden der Flüchtlingshilfe gespendet. Dieses Buch kostet 12,99 Euro. Es ist wirklich ein ganz, ganz toll aufgemachtes Bilderbuch mit richtig schönen, aber wie ihr auch schon gehört habt,
einfachen Illustrationen, das auf jeden Fall den Kauf wert ist, würde ich mal sagen. Denn ihr tut damit etwas Gutes. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass mir dieses Exemplar kostenfrei zur Verfügung gestellt wurde. Ich zeige es euch gerne und finde es großartig, dass solche Projekte auch kurzfristig noch gestartet werden und hoffentlich auch erfolgreich sein werden. Ja, das waren meine Neuzugänge. Mehr kann ich euch gar nicht zeigen und das ist auch erstmal gut so. Wir kommen jetzt zu euren Kommentaren, nein, noch nicht zum letzten Wochengeblubber, sondern zu dem, was ihr mir in den Social Medias geschrieben habt. Denn ich habe natürlich wieder gefragt, Leute, habt ihr Fragen fürs neue Wochengeblubber, irgendwelche Grüße oder Botschaften, die ihr loswerden möchtet? Und da gucken wir doch mal rein. Das Ganze ist gestern passiert, heute ist mir schon Sonntag, ich drehe einen Tag später. Warum habe ich am Anfang ja schon erzählt. Jetzt lasst uns kurz schauen. Puh, es sind so viele Nachrichten gerade eingetroffen. Nicht ablenken lassen, Anka. So, wartet mal. Wir schauen zu Facebook, denn da ist so ein bisschen was reingekommen diesmal. So, zack. Ich muss ein bisschen nach unten scrollen. Das sind jetzt die ganzen Postings zum Thema Namibia. Ja, dazu habe ich euch auch schon was erzählt. Das heißt, wenn ihr da Interesse dran habt, guckt euch das gerne an. Und jetzt kommen wir aber zu euren Grüßen, Fragen etc. Die Lydia schreibt, hallo Anka, was wünschst du dir zu Weihnachten und für 2016? Nimmst du dir irgendwelche Vorsätze für 2016 vor? Freue mich schon auf dein Video. Liebe Grüße, Lydia. Liebe Lydia, ich schicke dir ganz viele liebe Grüße zurück. Was ich mir zu Weihnachten wünsche, ich wünsche mir auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit gemeinsam mit meiner Familie. Ich wünsche mir so 2-3 Tage, in denen man nochmal Kraft schöpfen kann, in denen man mal keinen Stress hat, in der man Zeit miteinander verbringt. Weihnachtswünsche an sich habe ich schon so ein bisschen was geäußert. Ich brauche immer noch ein bisschen was für die Wohnung. Ich habe mir die ein oder andere DVD zum Beispiel gewünscht. Mal schauen, aber es sind jetzt keine riesig großen Wünsche, sondern hauptsächlich einfach, ich wünsche mir einfach, dass es schöne Tage werden, die man mit der Familie verbringt. Dass wir ein bisschen Spiele spielen, das liebe ich immer sehr an Weihnachten. Eine schöne Bescherung, ein leckeres Essen, vielleicht auch mal einen ausgedehnteren Spaziergang. Das ist das, was ich mir für Weihnachten wünsche. Was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Nimmst du dir irgendwelche Vorsätze für 2016 vor? Ja, die typische Zeit der Vorsätze. Oha, also wenn man sich so direkt irgendwie sowas vornimmt, meistens kann man es eh nicht einhalten. Für mich ist es auf jeden Fall natürlich jetzt mein Namibia-Projekt, das ich in Angriff nehme oder jetzt auch bereits schon in Angriff genommen habe, dass ich diese Zeit auch für mich so ein bisschen nutzen möchte, um abzuschalten. Ich wünsche mir für 2016, dass die berufliche Veränderung, die ich gerade durchmache, sich positiv auswirkt, dass das alles ja gut geht und wir alle glücklich und zufrieden sind. Das ist das, was ich mir für 2016 vornehme und wünsche. Ja, liebe Lydia, ganz liebe Grüße an dich und danke für deine Fragen. Die Franzi schreibt, hallo Anka, was erwartest du von deiner Reise nach Namibia und wann geht es denn nun los? Wirst du regelmäßig von dir hören lassen und uns an deinem Abenteuer teilhaben lassen? Ich bin da schon wirklich sehr gespannt drauf, obwohl mich Afrika nie so gereizt hat. Aber vielleicht ändert die rasende Reporterin daran ja was. Drück dich. Ich drück dich auch, liebe Franzi. Vielen, vielen Dank. Was ich von meiner Reise nach Namibia erwarte? Viele neue Erfahrungen, Eindrücke. Ich möchte mehr zu mir selbst finden. Ich möchte mich engagieren. Ich möchte einfach was Gutes tun. Ich möchte neue Leute kennenlernen. Für mich einfach viel Neues lernen, weil es sind Aufgaben, die ich da erledigen muss, die ich so bisher noch nicht gemacht habe, denke ich mal. Ich werde ja alleine reisen, das wird auch eine Herausforderung irgendwie für mich. Ich erwarte einfach, dass es eine Zeit wird, die mich sehr beeinflusst irgendwie, die was in mir auslösen wird und die mich einfach glücklich macht.
die mich so ein bisschen erdet vielleicht. Ja, das erwarte ich so ein bisschen davon. Wann es jetzt genau losgeht, sage ich nicht, aber es geht bald los. Und du fragst noch, ob ich regelmäßig von mir hören lassen werde. Also während meines Aufenthaltes in Namibia werde ich mich nicht bei euch melden können, weil ich bin da wirklich nicht in irgendeinem großen Luxushotel oder so. Ich bin auf einer Farm oder einer Lodge, um es mal so auszudrücken. Und ich habe mir vorgenommen, Laptop und das ganze Elektronik-Scheißzeugs alles zu Hause zu lassen und mich darum nicht zu kümmern. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich Fotos machen und ich werde auch meine Kamera mitnehmen, eine kleine Minikamera und so ein bisschen was filmen, sodass ich euch im Nachhinein auf jeden Fall von meiner Reise erzählen kann und von meinen ganzen Erlebnissen, die ich dort machen werde. Im Nachhinein wird es also Berichte geben, auf jeden Fall, aber währenddessen bin ich still. Ja, aber ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall ein bisschen was vorzubereiten, vorzudrehen und vorzublubbern, sodass ihr auch in der Zeit, in der ich weg bin, so ein paar Blogposts bekommt oder auch das ein oder andere Video. Die Verena schreibt, nenne uns doch deine Lesetops und Flops aus 2015. Ich glaube, das würde jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen. Und so ein Bücherrückblick fällt mir auch immer so ein bisschen schwer, weil es sind eigentlich viele Bücher, die man liest und die Bücher aus dem Januar, die kann ich mich jetzt so speziell auch gar nicht mehr erinnern. Klar, wenn ich jetzt die Namen lese, dann weiß ich es wieder, aber ich weiß nicht, so solche Rückblicke sind nicht unbedingt mein Ding, bitte verzeih mir. Ein Lesetop, eine Leseüberraschung für mich war auf jeden Fall, es steht immer noch da oben, Moment, ich hole es euch kurz. Das war die Lotto Clara. Der Tag, an dem Lotto Clara in mein Taxi stieg, ist für mich ein Buch, das mich wirklich überrascht hat dieses Jahr, das mich sehr begeistert hat, das für mich 5 Sterne bekommen hat und das ich jedem unheimlich gerne ans Herz legen möchte. Das ist auf jeden Fall Lesetop. Leseflop dieses Jahr war vielleicht, welches Buch habe ich denn am schlechtesten bewertet? Das war diese neue Reihe von Eva Völler, wie heißt sie denn, Kiss and Crime Reihe da, das hat mich enttäuscht, weil da habe ich einfach viel mehr von erwartet und das war jetzt so gar nicht mein Ding. Ich hoffe, die Antwort reicht dir vorerst auf. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich noch irgendwie einen Beitrag zum Thema Lese, meine Bücher 2015, so ein Rückblick, mal gucken. Ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, aber liebe Grüße an dich, Verena, und danke für deine Frage. Und zum Schluss schreibt noch die Alexandra, hallo Anka, katalogisierst du deine Bücher, um den Überblick zu behalten? Und wenn ja, wie? Liebe Grüße und einen schönen 4. Advent, Alex. Einen schönen 4. Advent wünsche ich dir auch, liebe Alex. Ich katalogisiere meine Bücher nicht wirklich. Also ich nutze die Goodreads App, dort versuche ich so aktuell wie möglich auch meine Neuzugänge mit einzupflegen und auf meinen virtuellen Sub zu legen. Und dort mache ich mir auch eine Übersicht für meine Wunschliste. Dort findet ihr meine aktuelle Wunschliste. Aber wirklich alle Bücher katalogisieren tue ich nicht. Macht ihr das? Aber eine gute Frage. Jo, das war soweit alles Quatsch, Anka. Ich bin verwirrt, ich bin durcheinander. Heute ist Sonntag. Ich war gestern beim Fußball. Wer mit mir bei Snapchat befreundet ist. Wer von mir bei Snapchat verfolgt wird. Ja. Wer mit mir bei Snapchat befreundet ist, der wird die Aufnahmen aus dem Stadion gesehen haben. Ich war beim VfB und diejenigen, die sich mit Fußball so ein bisschen auskennen, die wissen, dass es um den lieben VfB Stuttgart momentan sehr schlecht steht. Bis gestern war er noch auf dem letzten Tabellenplatz und ich habe überraschend eine Dauerkarte von einem Kumpel meines Bruders bekommen, der nicht mitgehen konnte. Und so bin ich dann mit meinem Bruder zum Fußball gegangen. Ich war schon Ewigkeiten nicht mehr beim VfB. Und was passiert? Ich stand mitten in der Fankurve, in der Cannstatter Kurve, bin mitgesprungen, habe mitgesungen, habe mitgeschrien. Und der VfB hat 3-1 gegen den Tabellenvierten Wolfsburg mit André Schürrle, mit dem Draxler etc. gewonnen. Unglaublich, oder? Es war eine Riesenparty da, es hat so viel Spaß gemacht. Aber wie bin ich jetzt darauf gekommen? Achso, das war der Grund, warum ich so verwirrt bin? Nein, das war bloß eine Ausrede. Ich wollte es euch nur kurz erzählen, es war großartig. Also, ihr wisst vielleicht, ich mag Fußball, ich verfolge das so ein bisschen, bin aber ganz selten im Stadion. Deswegen war das für mich einfach nochmal so ein Highlight gestern. Es hat echt sehr viel Spaß gemacht. So,
Jetzt kommen wir zum letzten Wochengeblubber und euren Kommentaren. An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an euch für euer Feedback zu dem Leseflauten-Video. Das war großartig. Ich habe mich sehr gefreut, dass es so gut bei euch angekommen ist. Weil ich selbst war mir da nicht so sicher. Ich habe mich nicht so hundertprozentig wohl mit diesem Video gefühlt, weil es ging ja wirklich nur, ich habe mir hauptsächlich wirklich die Kommentare nur vorgelesen. Es war ein interessanter Content. Ich fand es toll, dass so viele verschiedene Meinungen auch zusammengekommen sind und Tipps und Tricks, wie man so eine Leseflaute überwinden kann. Aber ich dachte, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass es zu langweilig werden könnte. Aber ihr habt mich eines Besseren belehrt. Ihr habt das Video gut angenommen und das freut mich natürlich riesig. Jetzt kommen wir aber zu euren Kommentaren unter dem letzten Wochengeblubber. Und ganz oben steht die Erdbeerliese. Sie schreibt, hab zu Bad Romeo gerade eine Rezi hochgeladen. Ich finde dieses Buch so schwachsinnig, zumindest die Hörbuchversion. Gut, das kann ich auf der einen Seite nachvollziehen, wenn man einfach mit diesem Genre nicht so viel am Hut hat. Also dieses ganze New Adult-Zeug kann einen schon echt in den Wahnsinn treiben und kann einen da auch so ein bisschen den Kopf schütteln lassen, wenn man sich auf solche Geschichten nicht so gerne einlassen möchte. Oder ja, sie sind halt teils auch sehr oberflächlich und dieses ganze Hin und Her. Aber ich finde, sie sind gar nicht so an den Haaren herbeigezogen. Manches ist schon sehr ausgeschlachtet und sehr breit getreten. Aber gerade mit diesen Büchern konnte ich mich vielleicht nicht unbedingt identifizieren, aber ich fand sie doch besser als den Rest an New Adult Büchern, die es so gibt und die ich bisher gelesen habe. Da gehen die Meinungen natürlich auseinander und ich kann es aber, wie du schreibst, ich kann es schon so ein bisschen nachvollziehen, was du da gefühlt hast, dass du es schwachsinnig findest. Auf jeden Fall werde ich mir deine Rezension mal reinziehen und mal gucken, was du da so erzählt hast. Die Swiss Lady Bea schreibt, guten Abend, liebe Anka. Guten Abend, liebe Bea. Wieder so ein tolles Wochengeblubber. Die Seiten der Welt muss definitiv im Jahr 2016 von mir gelesen werden. Deshalb habe ich es auf meine Jahres-Want-to-Read-Liste 2016 gesetzt. Wow, habt ihr sowas auch? So eine Want-to-Read-Liste? Finde ich ja spannend. Meistens lese ich aber nicht genau diese Bücher der Reihe nach. Haha, da haben wir es nämlich. Diese Liste dient mir nur als kleiner Anhaltspunkt, was ich bald lesen sollte. Eine monatliche Want-to-Read-Liste gibt es bei mir nicht, da ich mich sowieso nie dran halte. Da sind wir uns sehr ähnlich, Bea. Ich mache das nämlich auch nicht. Ich wünsche dir schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Herzliche Grüße, Bea. Ja, vielen, vielen Dank für deinen Kommentar, liebe Bea. Und ich wünsche auch dir und deinen Lieben ein schönes, besinnliches, ruhiges Weihnachtsfest. Vielleicht auch mal mit ein bisschen mehr Lesezeit und einfach vielen schönen gemeinsamen Stunden. Sasja von Sasjas Tades schreibt, ach ja, die Seiten der Welt. Dieses Buch steht seit über einem Jahr bei mir im Regal. Ich hatte die Leseprobe gelesen und war sehr angetan. Musste es mir auf der Frankfurter Buchmesse 2014 auch gleich besorgen und signieren lassen. Dann aber kam die Begegnung mit Kai Meier. Dieses Thema möchte ich hier nun nicht breittreten. Nur so viel, dass es mir die Laune auf das Buch vermiest hat und ich es schon verschenken wollte. Oha, okay. Liebe Sasja, wir sehen uns an Silvester. Da musst du mir diese Geschichte unbedingt mal erzählen. Ich bin sehr neugierig. Vielleicht lag es aber auch daran, dass ich zuvor beim besten Autor überhaupt war, Sebastian Fitzek. Okay. Er liebt seine Leser und kann dies auch zeigen. Ganz großes Kino jedes Mal für mich, ihn live zu erleben. Das Jahr 2016 wird auch für mich ein ganz persönliches Fitzek-Jahr. Ich möchte jeden Monat ein Buch von ihm lesen. Bis dato hatte ich noch keinen Lieblingsautor. Sebastian steht nun auf dem Treppchen. Oho, okay. 17.11.2016, Anka. Nicht vergessen, liebe Grüße aus der Tades. Ganz viele liebe Grüße zurück an dich, liebe Sasja. Und den 17.11. werde ich natürlich nicht vergessen. Da ist Sebastian Fitzek mit seiner großen Jubiläumstour in Stuttgart. Und das müssen wir uns doch natürlich anschauen. Ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße, Sasja. Wünsche dir auch schöne Weihnachten und freue mich einfach riesig darauf, dass wir uns zu Silvester sehen. Die Lilly schreibt, ein wunderschönes Wochengeblubber, Anka. Die Seiten der Welt muss ich auch noch lesen, steht bei mir noch im Regal. Ja, ich bin gespannt, wie du es findest. Ich freue mich total auf deine Aktion, gemeinsam durch die Weihnachtstage zu lesen und zu blubbern. Ich hoffe, ich komme etwas zum Lesen, aber meistens ist nach dem ganzen Trubel dann genau der richtige Moment, um zur Ruhe zu kommen und schön zu lesen und zu quatschen. Genau das finde ich nämlich auch. Ich freue mich total, dass du mein kleines Päckchen bekommen hast. Ich hoffe natürlich, dass du schöne Lesestunden mit meinem Buch hast. Das hoffe ich. Die Frage der Fragen. Du warst von Anfang an richtig. Die Goodies waren tatsächlich Duftwachsproben von der lieben Sweet Mamselle. Okay, kenne ich jetzt noch nicht.
Sie macht großartige Düfte und da ich weiß, dass du auch ganz gerne mal Duftwachs verdüftelst, dachte ich, kann ich dir damit eine kleine Freude machen. Diese Freude ist dir unheimlich gelungen, liebe Lilly, wirklich. Ich wünsche dir eine schöne letzte Woche vor den Weihnachtstagen und lass dich drücken, deine Lilly. Ganz viele liebe Grüße an dich, Lilly. Ich wünsche dir und deiner wunderschönen Familie auch ganz, ganz tolle Weihnachten, dass ihr wirklich schöne gemeinsame Stunden verbringen könnt, dass ihr die Kiddies reich beschenkt und euch an ihren strahlenden Augen erfreuen könnt. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als Weihnachten mit kleinen Kindern zu feiern, oder? Alles, alles Liebe euch. Die Kara schreibt, wie schön, dass die Karte schon angekommen ist und vielen, vielen lieben Dank für deine Worte. Sie kam von Herzen, liebe Kara. Von allen Seiten kommt momentan so positives und liebes Feedback, dass ich zumindest ein kleines Video noch vor Weihnachten drehen möchte. Oh, das finde ich sehr gut, Kara. Ich behalte deinen Kanal im Auge und freue mich auf den Moment, in dem ein neues Video von dir aufploppen wird. Und ja, ich werde meinen alten Kanal dann mal aus seinem dreijährigen Winterschlaf holen. Es wird Zeit. Zusammen werden wir leuchten klingt echt nach einem besonderen Buch. Das werde ich mir mal näher anschauen. Leider hatte ich noch keine Zeit, mir die Vorschauen genauer anzuschauen. Aber das werde ich spätestens über die Weihnachtstage nachholen. Es lohnt sich, da kommt so viel Tolles auf uns zu. Apropos Weihnachten, ich bekomme auch so gut wie nie Bücher zu Weihnachten geschenkt, weil ich in meinem Familien- und Freundeskreis die bin, die am meisten liest. Was können wir da bloß tun? Ich wünsche dir eine tolle Woche und bis ganz bald auf Snapchat. Yeah! Snapchat-Gag. Also, was können wir tun, damit wir Bücher zu Weihnachten bekommen? Also, wenn man sich wirklich Bücher wünscht, dann einfach die direkten Bücher aufschreiben. Druck deine Wunschliste aus und leg sie deinen Familien und Freunden, deiner Familie und deinen Freunden hin. Und da sollen sie sich dann die Bücher raussuchen, die du dir wünschst. Basta. Der Martin schreibt, liebe Anka, der Sonntag war wieder gerettet. Cool. Deine Karten sind echt toll. Durch Postcrossing habe ich auch schon einige bekommen. Aber da ich im November etwas unfleißig war, sind es nicht ganz so viele geworden. Man bekommt ja immer nur so viele zurück, wie man selbst auch geschickt hat. Ich finde das System toll. Ich habe das früher auch voll gerne gemacht, über Postcrossing Postkarten zu verschicken, weil man bekommt einfach Karten aus der ganzen Welt. Das ist total toll. Aber gerade Weihnachts- und Geburtstagskarten finde ich richtig toll. Das sind die Zeiten, in denen man mal etwas mehr zum Stift greifen sollte als sonst. Mails sind zwar auch toll, aber Papier ist doch etwas anderes. Stimmt. Auf Lesen und Blubbern durch die Weihnachtszeit freue ich mich schon sehr. Ich habe vor kurzem einige Beiträge vom letzten Jahr gelesen und dachte mir, dass ich da mitmachen muss, wenn es wieder stattfindet. Und in deiner Liste habe ich auch schon einige Blogs gefunden, die ich noch nicht kannte. Sehr schön, dann statte denen mal einen Besuch ab, die freuen sich bestimmt, dich kennenzulernen. Was hast du dir für 2016 eigentlich Buchiges vorgenommen? Gibt es Neuerungen oder Veränderungen auf deinem Blog oder Channel? Auf jeden Fall das große, ich kann es nur nochmal wiederholen, das Namibia-Projekt. Es wird also so ein bisschen Reiseblog-mäßig was geben bei mir oder auch Reisevlog-mäßig, nicht nur auf dem Blog, sondern auch auf dem YouTube-Kanal. Ansonsten, ich bin nicht der Typ, der sich in dieser Hinsicht großartig was vornimmt. Für mich ist es einfach ein Hobby, das ich mit sehr viel Herzblut betreibe und da gehe ich auch einfach nach meinem Herz. Also da gibt es nicht irgendwelche Ziele, die ich habe, die ich da irgendwie verwirklichen möchte, sondern ich schreibe über das oder rede über das, auf das ich gerade Lust habe. Also ja, da habe ich jetzt keine großartigen Ziele. Das läuft nebenher und ich hoffe, dass ich wieder ganz viele schöne Momente mit euch und mit meinem Blog und mit meinem Kanal erleben darf, dass wir viele gemeinsame Projekte machen, dass ich wieder die Möglichkeit bekomme, verschiedene Autoren zu treffen und mit denen vielleicht auch einige Projekte verwirklichen kann. Aber so genaue Ziele oder irgendwelche Vorhaben habe ich da nicht. Und du? Ha, du schreibst mich und du. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr irgendwelche Buch- oder Blogtechnischen Ziele für 2016? Martin schreibt, für meinen habe ich schon einige Ideen, aber die werden natürlich nicht direkt schon am 1.1. online gehen. Ich brauche ja auch noch kleine Veränderungen in anderen Monaten. Okay, das hört sich an, dass du da schon sehr strukturiert und gut durchgeplant bist. Schreibst du dir privat eigentlich eine Liste mit guten Vorsätzen, die du am Ende des jeweiligen Jahres dann nochmal liest, um zu sehen, was du durchgehalten oder durchgezogen hast? Nein, das mache ich gar nicht. Also wie gesagt, ich bin nicht so der Typ dafür. Klar, für mich persönlich, ich mache mir schon nicht wirklich Vorsätze, aber am Ende des Jahres ist es einfach so, dass man das Jahr nochmal Revue passieren lässt und darüber nachdenkt, was einem im kommenden Jahr erwartet und was man vielleicht besser machen kann im Vergleich zum letzten Jahr. Aber so eine wirkliche Liste habe ich da nicht.
Du schreibst weiter, das habe ich früher mal gemacht. Heute nehme ich mir zwar in Gedanken ein paar Sachen vor, aber die schreibe ich nicht auf. Haha, wir sind uns ähnlich, Martin. Die Seiten der Welt klingt an sich schon interessant. Vielleicht kommst du ja irgendwann noch in eine Stimmung, die zu dem Buch passt. Manchmal ist man eben nicht zur richtigen Zeit beim richtigen Buch. Du sagst das. So, ich glaube, das nächste Geblubber dürfte dein letztes Video vor der Heiligen Nacht sein. Zumindest dein letztes Wochengeblubber. Deshalb wünsche ich dir hier nochmal ein wunderschönes, besinnliches und ruhiges Weihnachtsfest. Genieß die Tage. Alles Liebe und viele blubberige Grüße aus dem Fast-Erzgebirge, Martin. Ich schicke dir ganz viele liebe Grüße zurück und wünsche dir auch ganz, ganz schöne Weihnachten, besinnliche Feiertage und viel Spaß mit unserem Lesen und Blubbern durch die Weihnachtszeit. Das heißt, wir lesen uns die nächsten Tage auf jeden Fall noch. So, die Claudia von Claudias kleine Welt schreibt: Hallo liebe Anka, diese Verlagsvorschauen für 2016 sind gar nicht gut, denn die Wunschliste wächst und wächst. Es gibt viel zu viele Bücher, die ganz laut nach mir rufen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit diesem Problem nicht alleine bin. Oder? Nein, definitiv nicht. Ach, diese Vorschauen. Also das ist was ich mir immer vornehme. Ne? Also wenn ich pick mir da immer meine Favoriten raus und nehme mir vor, diese Bücher zu lesen. Aber im Endeffekt werden das immer so viele, dass ich irgendwie dann doch nicht so dazu komme. Das Problem habe ich aber sicherlich nicht alleine, gell? So, dein Kommentar ist verrutscht, jetzt bist du wieder da. Jemand hat in einem Kommentar danach gefragt, wie deine Pläne und Planungen für Afrika laufen. Das würde mich auch sehr interessieren. Wenn du magst, erzähl uns nochmal ein wenig davon. Dazu habe ich jetzt in diesem Video schon wieder zu viel erzählt, deswegen, diese Woche gab es ja Neuigkeiten. Ist ja lustig, dass ihr gerade im letzten Video nochmal darauf gekommen seid und mich darauf angesprochen habt. Lustig, vielleicht habt ihr schon gespürt, dass es diese Woche Neuigkeiten gibt. Ja. Eine Karte für das Gewinnspiel werde ich auch noch schicken. Danke für diese Aktion. Sehr gerne. Vor allem hat es mich mal wieder auf den Gedanken gebracht, dass man sich viel, viel zu selten Karten schickt. Eigentlich gar nicht mehr. Nicht mal mehr aus dem Urlaub. Ich fasse mir da mal selbst an die Nase. Jeder freut sich doch, wenn er persönliche Post bekommt und nicht immer nur Rechnungen, Werbung etc. im Briefkasten hat. Mein Vorsatz für 2016, einfach so Postkarten oder Briefe verschicken. Das ist ein sehr schöner Vorsatz, liebe Claudi. Meine Pläne für nächste Woche halten sich bewusst in Grenzen. Die letzten 3 Wochen waren viel zu vollgestopft. Aber ich freue mich auf ein Treffen mit einer ganz lieben Freundin. Und wenn das Wetter und mein Freund mitmacht, will ich am Wochenende noch zu einem ganz zauberhaften Weihnachtsmarkt gehen. Oh, erzähl mal, auf welchem Weihnachtsmarkt warst du? Ich hoffe, das Wetter hat mitgemacht und ihr konntet dahin fahren. Auf welchem Weihnachtsmarkt wart ihr? Das würde mich interessieren. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche und schicke liebe Grüße. Liebe Claudia, ganz viele liebe Grüße auch an dich. Und natürlich auch dir und deinen Lieben ganz, ganz schöne Weihnachtsfeiertage. So, wir kommen jetzt zu einem weiteren Monster-Kommentar von der lieben Michelle. Ich glaube, ich sollte vorher noch ein Schlückchen trinken. Moment. Bereit? Bereit, wenn ihr es seid. Hallo, Lieblingsanker. Du hast schon gesehen, der versprochene längere Kommentar letzte Woche blieb aus. Ich denke, du kannst mir verzeihen. Kannst du doch, oder? Na klar, um Gottes Willen. Bitte, denkt nicht so. Ich weiß, es ist jetzt nur mit so einem Grinsesmiley gemeint, aber ich habe es ja schon mal gesagt, ihr müsst nicht kommentieren. Es ist doch nicht schlimm, wenn ihr das vergesst oder wenn ihr keine Zeit habt. So geht es mir doch auch. Natürlich freue ich mich riesig, von euch zu lesen und zu hören, wie es euch so geht, was ihr so erlebt habt, was ihr so gelesen habt. Aber es ist nicht zwingend nötig. Ihr müsst euch nicht jedes Mal melden. Aber ich freue mich natürlich drüber. Jetzt hast du es geschafft. Ich habe mir Snapchat zugelegt. Ich sehe schon, du hast die letzte Nacht mit Trigger verbracht. Da bin ich unheimlich auf deine Rätsel gespannt. Ein absolutes Lieblingsbuch von mir. Mal sehen, ob ich damit zurechtkommen werde. So ganz durchschaut habe ich es noch nicht, bin gerade aber auch arg mit der Uni beschäftigt. Also gehöre ich auch zu den Leuten, die gerade etwas gestresst sind. Gerade die kommende Woche wird sehr intensiv. Aber auch schön, ich werde am Mittwoch vielleicht zur Weihnachtsfeier unseres Studienganges gehen. Am Donnerstag darf ich gratis, ins Musical. Wow. Und am Freitag ist ein Konzert, zu dem ich mit einer Kommilitonin gehen werde. Da ist dann auch der Samstag, den ich an der Uni verbringen werde, nicht mehr ganz so schlimm. Okay. Du Arme, Samstag Uni ist bestimmt nicht so schön. Ich weiß es noch von ganz früher, als ich noch in Kiel aufs Gymnasium gegangen bin. Da hatten wir damals auch jeden zweiten Samstag Schule. Und zwar war das Doppel-M, Mathe und Musik. Ja, das war nicht so schön.
Von mir werden auch noch 2 oder 3 Postkarten folgen, sobald ich die Zeit finde, um das alles fertig zu machen. Ja, los, beeil dich, Michelle. Mal sehen, vielleicht ergibt sich ja noch die Möglichkeit, dass wir uns nochmal sehen dieses Jahr. Über Silvester werde ich ja bei meiner Grinsemiet sein. Während der Feiertage wird es für mich auch nur bedingt Ruhe geben, denn die Unisachen wollen weiter erledigt werden und ich muss auch noch über die Feiertage arbeiten. Buh, Michelle. Hört sich ja nicht wirklich nach erholsamen Weihnachtstagen an. Trotzdem freue ich mich schon auf die blubbernde Weihnachtszeit. Angemeldet bin ich ja schon. Erste, ha. Ja, du warst die allererste, die sich angemeldet hat. Ich hoffe, dass du trotzdem so ein bisschen Zeit für dich und deine Lieben findest über Weihnachten, dass es nicht zu stressig wird. Das hört sich ja alles eher nicht so schön an bei dir. Gerade in der letzten Zeit würde ich gern mehr Videos machen, aber irgendwie fehlt auch dazu die Zeit. Ja, da braucht man natürlich Zeit für, das ist klar. Aber du hast da jetzt mit Snapchat einen guten Anfang gemacht. Vielleicht ist es ja auch eher so dein Ding. Groove dich da mal so ein bisschen rein. Ich würde mich freuen, da mehr von dir zu sehen und deinem Alltag. Und vielleicht ergibt es sich dann ja auch ganz von allein, dass da mal wieder ein Video von dir rausspringt. Hm? Um ehrlich zu sein, hatte ich befürchtet, dass die Seiten der Welt zu fantasy-lastig für dich sein würde. Ja, du kennst mich, ne? Sehr, sehr, sehr schade, denn es ist eine wirklich tolle Geschichte und macht riesigen Spaß. Eine Leseflaute auslösen, eher ungut, aber ich bin schon mal sehr gespannt auf das Leseflauten-Video und auch die Idee des Themengeblubbers finde ich eigentlich ganz gut. Ich wäre so gern bei der Lesung dabei gewesen. Bin richtig traurig deswegen, aber dir umso dankbarer. Danke, danke, danke für das Mitbringen des 2. Bandes. Ich bin sehr gespannt. Der ist signiert Michelle. Im Übrigen, was Serien angeht. Upsi. Bei mir ist das vollkommen unabhängig von Leseflauten. Ich habe nämlich oft das Problem, dass ich nach einem arbeitsreichen Tag und nach viel Recherchearbeit für die Uni und so weiter einfach nicht mehr den Kopf habe, um zu lesen. Kenne ich. Und dann mag ich mich lieber berieseln lassen. Derzeit immer sehr gern von Supernatural. Ich verfluche dich, Netflix. Wie es mich auslacht, wenn ich es aufrufe mit dem Vorsatz, nur eine Folge. Ich schweife ab. Welch ungewöhnliches Ereignis. Ich glaube, dass die Duologie so absolut überhaupt rein gar nichts für mich ist. Das glaube ich auch, Michelle. Wobei, du bist ja auch in der Welt des Theaters so ein bisschen daheim. Du magst es ja auch. Und die spielt da ja auch eine große Rolle. Aber nein, ich glaube, so vom Thema her ist es nicht so dein Ding. Da hast du schon recht. So, du schreibst weiter. Die Cover finde ich auch schrecklich. Und ehrlich gesagt finde ich den Titel eher beunruhigend als süß oder niedlich oder sonst was. Erinnert mich doch ziemlich an Stalker-Materie. Ich habe direkt im Kopf, wie die Protagonistin den Telefonhörer abnimmt und eine keuchende Stimme ihr ein »Wohin du auch gehst, ich werde immer bei dir sein« ins Ohr haucht. Oder noch schlimmer, stöhnt. Ich glaube, ich bewege mich zu sehr im Thriller-Bereich. Ich glaube auch, liebe Michelle. Vielleicht sollte ich nach Trigger mal wieder etwas Sanftes lesen. Vielleicht Ein Sommer und 4 Tage von Adriana. Kontrastprogramm. Also wenn du kein Problem mit solch großen Kontrasten hast, liebe Michelle, dann mach das. Okay. Zusammen werden wir leuchten. Das klingt absolut nach etwas für mich und wandert quasi sofort auf meine Wunschliste. Also sofort, nachdem ich hier fertig bin. Das Thema gehört definitiv behandelt und ich bin sehr gespannt darauf, was du zu berichten haben wirst. Memo an mich selbst, wenn Anka das vorliest nächste Woche und ich es noch nicht auf der Wunschliste habe, Entschuldigung, mein Fehler, setz es drauf, Kind, und fremd auch. Also Michelle, dies ist dein persönlicher Reminder. Einmal fremd und einmal zusammen werden wir leuchten, jetzt sofort auf deine Wunschliste, drücke jetzt Pause und schreibe sie drauf. Pause. Ich mache hier so Standbild. Pause. Nein, Spaß. Also, denk dran, ne? Die farbigen Illustrationen in Hinter dem Wasserfall passen deutlich besser und auch das neue Cover gefällt mir besser. Finde ich auch. Deinen 3. Neuzugang muss ich mir wohl nicht weiter ansehen. Das ist wieder ein Buch, das einfach so gar nicht zu mir und meinen Lesegewohnheiten und Vorlieben passen mag. Dafür finde ich die Goodies aber super. Ich habe gerade einen neuen Tee für mich entdeckt. Weißen Tee mit Kirschblüten. Sehr, sehr lecker. Oh ja, ich glaube, das ist so eher so ein Frühlingstee. Das klingt für mich so nach einem Frühlingstee, aber hört sich gut an. Das mit dem Wachsseifen finde ich ja witzig. Klärst du uns auf, wenn du es herausgefunden hast? Erledigt. Tatsächlich fände ich Nilpferd und Bilderbuch durchaus interessant, auch im Hinblick auf die kleine Amy-Maus. Vielleicht magst du ja doch nochmal für mich reinblättern. Ja, das können wir gerne machen, aber ich glaube nicht im Zusammenhang mit dem Wachrumgeblubber, weil
Kinderbuch einfach wenige interessieren und ich glaube, da würde ich euch vielleicht so ein bisschen langweilen. Ich selbst finde die Bücher auch total interessant, habe da gerne durchgeblättert, aber ich glaube, fürs Wochengeblubber ist das nichts. Ich kann dir die Vorschau gerne mal mitbringen, liebe Michelle. Das Afrika-Buch ist dir ja tatsächlich quasi auf den Leib geschneidert. Ich werde es mir auf jeden Fall besorgen, ja. For Your Eyes Only finde ich auch sehr interessant und auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, das behandelt werden sollte. Ob man es in der Schule lesen sollte, weiß ich nicht. Denn bei mir stellt sich bei Büchern, die ich lesen muss, immer erstmal so ein Nö, mag ich nicht Einstellung ein. Ja, das kenne ich auch noch aus der Schule. Es wurde erst in der Oberstufe besser, als wir dann wirklich auch sehr gute Bücher gelesen haben, die interessant waren. Ich habe mich schon durch die Vorschau von Magellan geklickt. Wird der auch noch dran kommen? Ja, das wird er. Ansonsten schaue ich ehrlich gesagt relativ wenig in die Verlagsvorschauen. Dein Frankfurter Buchmesse-Video war super schön und ich hatte richtig Gänsehaut beim Ansehen. Auch wenn ich meine Stimme nicht hören, Marco total doof finde. Nein. Und es ist merkwürdig, ich glaube, es ist eines der ersten Videos, auf denen man meine Zähnchen richtig sieht. Das ist ja echt ganz witzig. Ja, hast du dich noch nicht im Spiegel angeguckt mit deinen Zähnchen, Michelle? Der Werbebalken war bei mir heute übrigens trotzdem noch da. Nur zur Info, vielleicht war das ja bei anderen auch so. What? Ich glaube, ich muss da nochmal meine Einstellung gucken. Keine Werbung hier mehr, bitte. Die Grinsemiets hat mich draufgebracht. Ich habe jetzt die Blutschule auch angehört. Ich hatte es mir als Hörbuch geholt, wie du ja weißt, und habe es gestern gehört, während ich aufgeräumt habe. Da sind Hörbücher ja doch ganz gut. Leider wurde mir durch den Lärm meines Vermieters am Ende ein wenig verdorben, weil er meinte, in den letzten 10 Minuten die Kreissäge über meinem Zimmer anschmeißen zu müssen. Bitte was? Ich bin ein an sich friedliebender Mensch, aber das war zu viel. Niemand versaut mir das Ende vom Buch. Boah, entschuldige, da musste ich mich jetzt eben aufregen. Verständlich, liebe Michelle. Hast du das denn nochmal angehört? Tatsächlich muss ich aber gestehen, dass ich es mir schlimmer vorgestellt hatte. Es hatte schon so seine Momente, Katze, Kühlschrank etc. Aber insgesamt hatte ich erwartet, dass mich mehr erwartet, also mehr Schlimmeres. Die Stimme hat aber sehr gut dazu gepasst und ich hatte doch ein paar unterhaltsame Stunden damit. Ich kann irgendwie zu Hörbüchern nicht wirklich eine Rezi schreiben, deswegen lasse ich es direkt. Aber wenn ich es bewerten müsste, bekäme es dieselbe Punktzahl wie auch das Joshua-Profil, 4 von 5. Übrigens steht auch weiterhin der Schottland-Urlaub auf dem Programm. Nur wann ist gerade eine neue Frage? Menno, Zeit ist eine schreckliche Sache, sowas fehlt hier immer. Der Tag von der lieben Grinsemiets ist übrigens ganz toll. Ich finde den wirklich gut und werde den auch mal bei Gelegenheit beantworten. Video? Ja, nein, vielleicht? Ja? Mein Go hast du, Michelle. So, für heute soll es das erstmal gewesen sein, glaube ich. Vielleicht fällt mir ja noch was ein. Ich wünsche dir einen schönen dritten Advent, einen tollen Restsonntag und einen wundervollen Start in eine hoffentlich grandiose Woche. Sie war fabulös, liebe Michelle. Alles Liebe für dich, Michelle. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße auch an dich, liebe Michelle, und vielen Dank für deinen Monster-Kommentar. Die Grinsekatze Franzi schreibt: Hey Anka, schön, dass die Karte angekommen ist. Ich liebe Weihnachtskarten und oder Postkarten auch und freue mich immer total, wenn es etwas im Briefkasten gibt. Es war wieder ein schönes Wochengeblubber. Bis nächste Woche, liebe Grüße, Franzi. Viele liebe Grüße an dich und natürlich auch dir und Michelle natürlich auch. Frohe Weihnachten. Dann kommen wir zu Ina. Ina schreibt: Liebe Anka, habe es leider nicht geschafft, beim Gewinnspiel mitzumachen, aber ich schreibe dir im neuen Jahr bestimmt mal. Das würde mich total freuen. Solche Vorschauen sind böse. Man kann sich nicht alles kaufen. Stimmt. Blinde Vögel habe ich auch noch nicht fertig, aber zum Glück habe ich noch ein paar Tage bis Heiligabend. Wünsche dir wunderschöne Weihnachten und melde mich danach wieder, wenn ich wieder zu Hause bin. Liebe Grüße, Ina. Liebe Ina, dir und deinen Lieben auch schöne Weihnachten, frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage und ich freue mich, von dir zu lesen im nächsten Jahr. Die Genie schreibt: Hallo Anka, schön, dass meine Karten schon angekommen sind. Da war die Post aber mal richtig schnell. Ja. Ich habe die Woche gar nicht mehr viel vor, aber ich bin froh, wenn sie rum ist und ich dann endlich Urlaub habe. So kurz vor dem Ende des Jahres drehen sie auf der Arbeit nochmal alle durch. Ich möchte allerdings meine Jahresendsportleseliste noch beenden. Da fehlt mir nur noch ein Buch und dann habe ich alle meine angefangenen Reihen von meinem Sub befreit. Das ist auch mal ein interessantes Vorhaben, oder? Erstmal alle Reihen soweit lesen, zumindest bis zu dem Zeitpunkt bis zu dem Buch, zu dem man sie lesen kann und dann erst andere Bücher weiterlesen. Finde ich gut. Und soweit gelesen, wie ich sie besitze, genau.
Hat total viel Spaß gemacht und nun kann ich nächstes Jahr ein paar neue Reihen anfangen bzw. die Reihen weiterkaufen. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Liebe Grüße, Jeannie. Vielen Dank, liebe Jeannie. Viel Erfolg bei deinem Lesevorhaben und ganz viele liebe Grüße an dich. Liebe Weihnachtsgrüße und alles, alles Liebe an dich und deine Liebsten. So, wir kommen zu einem weiteren Monster-Kommentar von der lieben Grinsemietz. Ich glaube, dieses Monster-Kommentar-Schreiben ist ansteckend, ihr Lieben. Seid vorsichtig. Du schreibst, liebste Anka. Du schreibst, liebste Anke. Liebste Grinsemietz, mein Name ist Anka. Nein, Quatsch. Alles gut. Das passiert gerne mal, vor allem mit der Autokorrektur. Ich sehe das schon gar nicht mehr. Also, liebste Anka. Ich nehme mir gerade mal Zeit, Kleine ist beim Daddy im Büro, na, schon eine kleine Sekretärin, oder? Um dein Wochengeblubber zu sehen. Erstmal einen schönen dritten Advent. Oh Gott, ich habe noch nicht alles für meine Lieben. Hast du schon alles? Fast. Leider bin ich mit der Blutschule noch nicht durch, da meine Kleine gerade sehr aufmerksamkeitsbedürftig ist. Sie fängt jetzt richtig an zu brabbeln. Sagt man das auch bei euch? Ich weiß nicht, sagt man das hier auch? Also ich kenne das Wort auf jeden Fall. Und will andauernd sitzen. Also fiel diese Woche Lesen und auch Briefschreiben aus. Ich war schon froh, dass ich gestern auf unseren hiesigen kleinen Waldweihnachtsmarkt gehen konnte. Der Star gestern, natürlich Amy. Und danach wurde ich gefragt, wo meine Haare denn hin sind. Ja, ich habe mir am Donnerstag die Haare abschneiden lassen und bin nun ein wenig dunkler als honigblond. Total ungewohnt, die neue Farbe ist hot, hot, hot. Meine neue Farbe? Lieb von dir. Zeig ein Foto bitte, ich möchte auch sehen, wie du jetzt aussiehst. Snapchat. Ich sag nur Snapchat. So, ich muss kurz scrollen, das Handy ist ausgegangen. Schwupps. Also. Thematik Snapchat, da sind wir schon wieder beim Thema. Ich habe dieses kleine Video, das du gesehen hast, ungefähr 15 Mal gedreht, bis ich endlich kapiert habe, wie man es reinstellt. Schande. Ja, ich werde versuchen, da ein bisschen mehr zu machen, eventuell auch Roomtours etc. Und da das ja nach 24 Stunden wieder rausgenommen wird, vielleicht auch mal mein Baby. Das musst du selbst wissen. Also ein Foto von deiner kleinen süßen Maus habe ich ja schon gesehen und mich total verliebt. Sie ist ja pure Zucker, echt. Hast du denn schon Vorsätze für das neue Jahr? Zurückspulen. Ich auf jeden Fall. Ich habe auf meinem Blog ja eine 101-Dinge-Liste. Da will ich weiter abarbeiten und ich überlege tatsächlich mehr Videos auf YouTube hochzuladen. Das finde ich cool. Aktuell ist ja nur eins zu finden und das mit Michelle. Bist du nervös vor dem Aufnehmen? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich bin nervös, wenn ich irgendwie so ein besonderes Video mache und das dann hochlade bzw. freischalte, veröffentliche, dann bin ich eher nervös. Aber beim Drehen an sich, ich meine, hier ist ja keiner. Ihr seid ja nicht in diesem Moment da und starrt mich irgendwie an. Und wenn ich jetzt irgendwie was sage, so wie Kacke, Pups, Scheiße, kann ich das ja quasi rausschneiden. Das lasse ich jetzt aber drin. Nein, also man muss ja nicht aufgeregt sein beim Drehen, ganz ehrlich. Es ist ja niemand da, der zuguckt oder man kann Dinge rausschneiden, man ist nicht live. Von dem her, je mehr aufgeregt du bist, desto mehr verhaspelt du. Ja, was ich sagen wollte. Je mehr du aufgeregt bist, desto mehr verhaspelst du dich. Das Verhaspeln geht aber auch, wenn du nicht aufgeregt bist, wie ich gerade bewiesen habe. Also entspann dich und blubber einfach los, das ist die beste Methode. Ich dachte ja, ich müsse vor Nervosität sterben. Echt? Nein, nein, was macht dich denn so nervös? Und ich sehe auf dem Video noch moppeliger aus, als ich bin. Wenn ich jetzt da so drüber schreibe, fällt mir auf, dass ich dieses Vorhaben vielleicht doch nochmal kippen sollte. Nein, um Gottes Willen! Bitte nicht, ich möchte Videos von dir sehen, liebe Grinsemietz, bitte. Ich habe eure Auslosung gesehen und du hast das so großartig gemacht, echt. Also, bitte, 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 bitte. Mein Wunsch für 2016, Videos von dir, liebe Grinsemietz. Und Videos von Michelle. So. Und von Cara. Und von allen anderen, die auch Videos machen wollen. So. Ach, der Holbein bringt wieder raus. In meiner Jugend habe ich ihn tatsächlich gern gelesen, vor allem wenn er mit seiner Frau zusammengeschrieben hat. Letztes Jahr hatte ich Unterland, heißt es Unterland, von ihm in der Hand und ich war begeistert. Nicht, nein, ich kann dieses in die ewige Länge gezogene nicht mehr lesen von ihm. 1000 Seiten, alles Relevante und Tolle, hätte meist auf maximal 500 gepasst. Einfach nicht mehr meins. So ändern sich die Lesegewohnheiten. Ja, das kommt mir bekannt vor. Ich kann auch mit einigen Büchern, die ich früher gelesen habe, jetzt nicht mehr viel anfangen.
Schon wieder ein Monster-Kommentar. Liebste Grüße, Grinse, Nicole. PS, wenn du die Legende der Wächter nicht gelesen hast, schau dir doch den Film an. Ist zwar wie so ziemlich jede Buchverfilmung auseinandergepflückt worden, aber wenn man die Bücher nicht kennt, ist der Film super. Wird im Übrigen wirklich Soren ausgesprochen und nicht Sören. Okay, wieder was dazugelernt. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Kommentar, liebe Grinsemietz. Und auch dir und deinen Lieben ganz, ganz schöne Weihnachtsfeiertage. Ich bin jetzt gerade verwirrt, denn ich habe hier unter diesem Video auch einen Kommentar gelesen von der Emma. Aber dieser Kommentar ist nicht mehr da. Liebe Emma, es war ein sehr langer Kommentar, den hast du auch gegliedert, er war großartig, ich habe ihn auf jeden Fall schon gelesen. Aber er ist jetzt verschwunden, ich kann hier scrollen, wie viel ich möchte, er ist weg. Habe ich Halluzinationen gehabt? Aber nein, du hast einen YouTube, oder war das unter dem letzten Video? Emma, hilf mir. Du hast einen Kommentar geschrieben, ich weiß das. Aber war das doch unter dem letzten Wochengeblubber, also dem davor? Ich bin verwirrt. Auf jeden Fall denke ich an dich und wünsche auch dir. Doch, das war jetzt hier, das war unter diesem Video. Wieso ist der Kommentar weg? Kacke, Scheiße, Pups. Ja, blöd. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr darüber gefreut, liebe Emma, und wünsche natürlich auch dir und deinen Lieben ganz schöne Weihnachtstage. So. Blöd, dass der Kommentar weg ist. Ich bin jetzt traurig. Nein, keine Zeit zum traurig sein, sondern Zeit, um euch in die Weihnachtstage zu schicken. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder sehr fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank für eure zuckersüßen Kommentare, für eure lieben Weihnachtsgrüße. Ich werde gerade sehr rührselig, ich merke das. Es steigen schon wieder leichte Tränen in mir auf. Ich bin momentan sehr emotional. Nehmt es mir nicht übel, das bin halt einfach ich gerade momentan. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Ich wünsche euch und euren Lieben nur das Beste. Ganz, ganz schöne, besinnliche Weihnachtstage. Wenn ihr Lust habt, ein bisschen mit mir und mit anderen Bloggern und Leseverrückten zu blubbern während der Weihnachtsfeiertage jetzt kommende Woche, dann schaut doch gerne bei unserer Aktion Lesen und Blubbern durch die Weihnachtszeit vorbei. Sei es an einem Tag, da hat es ganz laut geknackt, unheimlich. Entweder an einem Tag oder die komplette Zeit, wie auch immer ihr möchtet. Ich biete euch auf jeden Fall eine Anlaufstelle. Kommt dahin. Ich würde mich sehr freuen, von euch zu lesen. Ansonsten sehen wir uns, wenn alles gut läuft, am Mittwoch nochmal in einem Video wieder. Und dann nächsten Sonntag zum allerletzten Wochengeblubber 2015. Zur Silvesterausgabe quasi. Ich freue mich riesig, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht euch jetzt eine ganz, ganz schöne Weihnachtszeit. Genießt sie mit euren Liebsten, lasst euch beschenken, esst lecker. Achtet nicht auf die Kalorien, sondern lasst es euch so richtig gut gehen. So sollten wir es alle tun. Fühlt euch von mir ganz doll gedrückt. Ich schicke euch einen großen Schmatzer. Ich hab euch lieb, ja. Ich hab euch lieb. Toll, dass ihr da seid. Alles, alles Liebe für euch. Schöne Weihnachten. Bye. Das war jetzt auch ein total verkorkstes Ende, oder? Oh, ich bin momentan irgendwie durch den Wind. Ihr seid immer noch da. Ihr sollt jetzt ab in die Weihnachtsferien oder wie auch immer lesen. Nicht mehr gucken. Abschalten hier. Jetzt. Aus! Ey, jetzt habe ich den Knopf nicht gefunden. Also, jetzt machen wir Magic. 1, 2, 3.